Die Erinnerungen sind immer noch schmerzhaft. Mohammed Nur wird 2004 im indonesischen Banda Aceh von den Wellen des Tsunamis erfasst, während er versucht zu flüchten. Als er wieder zu sich kommt, befindet er sich in einem provisorischen Leichenhaus. Ich habe mich umgesehen und überall waren Tote. Ein paar Jahre später heiratet Mohammed Nur Juliani. Sie hat durch den Tsunami ihren früheren Mann verloren und ihren Sohn. Heute haben die beiden eine 2-jährige Tochter. Sie leben in einer höher gelegenen Gegend der Provinz Aceh auf Sumatra, weit weg vom Meer. Hier fühlen sie sich sicher, sagen sie. Am 26. Dezember 2004 schlagen die bis zu 35 Meter hohen Wellen in mehreren Ländern an Land, nach einem Seebeben vor Sumatra. Allein in Indonesien sterben damals fast 170.000 Menschen. In unzähligen Familien ist nichts mehr so, wie es früher war. Ich habe durch den Tsunami den Großteil meiner Familie verloren. Außer mir haben nur 4 meiner Geschwister überlebt. Ich konnte die Kinder meiner Schwester retten. Sie leben jetzt bei mir. Das Leben in Aceh scheint 10 Jahre nach dem Tsunami wieder seinen gewohnten Gang zu gehen. Doch die Angst sitzt tief bei vielen hier, dass eines Tages wieder ein tödlicher Tsunami die Küste trifft.